Ja, hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Garados Damage spricht mal wieder zu euch mit einer, ihr seht es im Hintergrund, der Ragoran-Post. Lange ist es her, dass es mal wieder eine gegeben hat. Aber jetzt ist es mal wieder soweit. Eine Ragoran-Post. Ein Tradebinder kam, ja, vor gut einer Woche so, auf meinem Kanal. Und da haben sich direkt Leute gemeldet. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Ein Tradebinder mit Collecting Tita habe ich getauscht. Er wollte von mir das Zedra King EX haben. Wir haben uns sofort einigen können. Ja, leider kommt das Video etwas spät, weil der Brief ist wahrscheinlich schon an diesem Wochenende angekommen. Aber ich war leider im Urlaub und deswegen hatte ich keine Zeit, mir diese Post anzugucken. Und umso mehr freue ich mich natürlich jetzt, diesen Brief hier zu öffnen und zu schauen, was denn da so alles drinsteckt. Ja, sehr schön, sehr schön. Wer Collecting Tita noch nicht kennt, selbst schuld, kann ich da nur sagen, ich kann einfach nur nochmal sagen, geht auf seinen Kanal, guckt ihn euch an, er fabriziert richtig gute Videos. Er ist mit einer der größten Kanäle, die immer noch Pokémon feiern, also den Geburtstag von Pokémon feiern und deswegen einfach draufgehen auf seinen Kanal und abonnieren, 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 richtig gute Videos, die er da mit seinem Kollegen macht. Ganzliga 22 ist sein Kollege. Sehr, sehr nice. Ja, das hier ist der Brief. Schauen wir doch mal, was da alles so drin steckt. Dieser Brief ist nun leer. Da ist nichts mehr drin. Sehr schön, was wir hier haben. Wir haben hier ein schönes Bündel. Da sehen wir direkt ein paar Karten. Und ich glaube auch einen Brief. Sehr, sehr herrlich. Ich werde jetzt allererst mal versuchen, die Karten abzumachen. So, die Karten später. Erstmal den Brief. Wait. So, bla bla bla, so. Da, ja. Hi Garados Damage. Es freut mich sehr, dass wir nach langer Zeit mal wieder tauschen konnten. Viel Spaß mit den Karten und bis bald. Liebe Grüße, Collecting Tita. Sehr schöne Nachricht. Würde ich mal hier in den Hintergrund zehren, weil sehr schöne Worte, die er da gefunden hat. Ich finde es auch sehr schön, dass man nach langerer Zeit mal wieder zusammen tauscht. Ein sehr, sehr kurzes Tauschgeschäft. Man hat sich direkt einigen können. So freut mich das immer. Besonders mit Collecting Tita ist es immer sehr erfreut zu tauschen, weil man kriegt immer gute Extras beigelegt. Ist immer sehr schön. Man wird nicht übers Ohr gehauen, so wie bei manch anderen. Möchte ich jetzt auch gar keine Namen nennen. Irgendwie bleibt der Brief nicht stehen. Egal. Wir gucken uns jetzt die Karten an und schauen mal, was wir hier haben. Ah, so. Wir haben hier direkt einmal eine Hülle mit dem Tausch. Das ist der Tausch. Knogger Turbo. Einmal hier rausgeholt. Geguckt. Einwandfreier Zustand. So ist man das von Collecting Tita gewöhnt. Die Karten kommen aus den Boostern raus und direkt in Hüllen rein. Was haben wir hier für eine Hülle? Kenne ich gar nicht. Sieht auf jeden Fall nice aus. Nice, nice. Knogger Turbo. Das stelle ich mal hier in den Hintergrund. Kann man nicht ganz sehen, aber wenigstens halb. Ja, und dann haben wir hier noch ein paar Extras beigelegt bekommen. Da schaue ich mal rein. Was haben wir denn da? Tülü, tütü. Wir haben einen Pinsir, eine Rare, ziemlich schick, sehr geil. Dann haben wir hier noch drei andere Karten, ich weiß jetzt nicht, wie er es sich gedacht hat, ich gucke einfach mal hier. Wir haben hier ein Yveltal Holo als Rare, ist das sogar aus der Radiant Collection, glaube ich. Dann haben wir einen Garados. Oh, nice, nice. Er hat an mich gedacht. Sehr schön. Ha, ich liebe diese Karte, ne? Ich weiß auch nicht, warum. Nicht allein wegen dem Garados. Nein, 130 KP und Berserker Splash und Aqua Tail. Einfach starke Attacken. Das Pokémon, es flasht mich einfach immer wieder. Ha, nice. Nice. Ist das geil! Charizard aus der Radiant Collection.
Eine Rare. Ich muss es an dieser Stelle nochmal sagen, diese Karten aus der Radiant Collection gefallen mir richtig gut. Besonders dieses Glurak, diese Entwicklung, weil, und jetzt haltet euch nochmal fest, ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gehört, aber diese Karten sind so geil, weil bei dem Glurak, ja, sieht man einen jungen Erwachsenen. Hätte man jetzt das Glumanda, dann würde man einen süßen kleinen Jungen sehen. Und bei dem Glutexo, ja, die Vorstufe von Glurak, dann würde man einen 14-jährigen Jungen sehen. Und hier bei dem Glurak sieht man eben dann schon einen, ja, sag ich mal, fast erwachsenen Jugendlichen, der sein Glurak gerade irgendwie trainiert oder das Glurak beschützt diesen Jungen. Auf jeden Fall sieht man nicht nur das Pokémon altern oder sich entwickeln, sondern auch den Trainer. Das ist so geil aus der Radiant Collection, das ist so Hammer. Nice. Und diese Karte ist richtig cool, weil es ist Glurak. Es ist einfach episch. Diese Karte ist und bleibt episch. Und deswegen danke ich dir, Collecting Tita, dass du mir diese Karte nochmal gegeben hast. Sehr herrlich. Nice Tausch. Geht alle auf Collecting Titas Kanal und abonniert. Wenn nicht, dann seid ihr selber schuld. Wenn ihr die größte Geburtstagsparty der Welt sehen wollt, geht außerdem auf Collecting Titas Kanal, denn er feiert immer noch 20 Jahre Pokémon, genauso wie ich eigentlich auch. Nice. Danke für diesen Tausch. Das Knogger Turbo, das fehlt mir noch. Sehr herrlich. Jetzt habe ich das. Nice. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem lauten Chimidil und Jamit V. Bis dahin. Tschüss.